Noch einmal Leverkusen, Knut Reinhardt. Aber schnell erholt und weiterhin frech der Aufsteiger. Schönes Kombinationsspiel. Stefan Kuhn. Dann der Fehler von Foda. Emmerling. Thorsten Fink. Klasse, wie er das macht. Das Anspiel auf Sahne. Das 0:1 nach 53 Spielminuten. Das zwang auch vorübergehend Sponsor Klaus Stallmann in die Knie. Noch einmal. Hervorragend, wie der junge Thorsten Fink und ehemaliger Dortmunder hier die Leverkusener Abwehr stehen lässt und Sahne platziert und knallhart. Keine Chance für Vollborn. Zurück auf Kirsten und dann ist Christian Schreier da. Nur 2 Minuten später das 1:1. Ja, da war man noch nicht clever genug in der eigenen Abwehr. Dieser Treffer war unnötig. Platziert der Kopfball, aber auch unbewacht Christian Schreier. Mal Bunzol. Er versucht jetzt in der Schlussphase auch spielerisch zum Erfolg zu kommen. Marek Lesniak. Uwe Neuhaus getunnelt. Christian Schreier. Der Fuchs, der alte Fuchs, hat es also gerochen. Wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff. Das 2:1 für Leverkusen. Und der Sponsor mochte gar nicht mehr hinschauen. Klaus Stallmann enttäuscht. Noch einmal. Klasse gemacht von Lesniak. Wattenscheid protestierte auf Abseits, aber der Linienrichter hatte die Fahne nicht gehoben. Auch unsere Einstellung gibt hier keinen Aufschluss. 2:1, aber noch nicht bei Schluss. Thorsten Fink. Und dann pfiff Schiedsrichter Steinbronner.